Hier ist auch echt nichts zu sehen, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zoo-Rundgang. Heute sind wir in Eberswalde. Der Zoo von Eberswalde rühmt sich selbst, der schönste kleine Zoo der Welt zu sein. Ob da was Wahres dran ist, das erfahren wir ja jetzt hier auf diesem Rundgang. Es ist tatsächlich mein zweiter Besuch hier in Eberswalde. Mein erster ist allerdings schon 2,5 Jahre her. Deshalb freue ich mich sehr, auch wenn die Wettervorhersage eher semi-toll ist. Aber hey, ich bin ja nicht aus Zucker. Seht ihr die Waschbären hinter mir? Da oben? Verrückt, oder? Sowas finde ich auch immer toll, wenn halt so diese Barriere zwischen Besucher und Tier halt etwas kreativer aufgefasst wird, wie hier eben einfach durch die Höhe, die kommen da ja nicht runter und das ist schon ziemlich cool. Mit das Schönste hier in Eberswalde ist meiner Meinung nach die Lage, denn wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier mitten im Wald, abseits der Stadt und das gibt dem ganzen Park eben einen sehr naturnahen Flair und das mag ich sehr, das schätze ich sehr und davon sollte es mehr geben. Schade finde ich etwas, dass es hier noch sehr viel Käfighaltung gibt. Das meine ich jetzt nicht einmal negativ im Sinne von, dass das schlechte Haltung der Tiere wäre, sondern es geht mir eher um das Ästhetische, also darum, dass der Besucher eben sehr viele Tiere hinter Gittern sehen muss. Allerdings gibt es oftmals Glasscheiben, wie die hinter mir, durch die man die Tiere dann eben doch ganz gut beobachten kann. Das ist ganz schön gemacht. Nichtsdestotrotz, ich bin ja ein Fan von gitterloser Tierhaltung und hier gibt es eben durchaus noch sehr viele Gitter. Aber naja, das ist halt in kleineren Zoos auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Die großzügige Tigeranlage, die ihr hinter mir seht, die gefällt mir wirklich sehr. Die ist wirklich ein definitives Highlight hier im Zoo. Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Weg hier wirklich rund ums Gehege geht, was den Tigern dann relativ wenig Rückzugsmöglichkeiten gibt, wo sie sich wirklich dem Blickfeld des Besuchers auch mal entziehen können. Außerdem ist es aus Besuchersicht ein bisschen schade, dass man halt immer quasi dieselbe Perspektive hat. Das heißt, man ist halt hier so am Rand über dem Gehege quasi und guckt da so runter bzw. hier rauf, weil es ist ja hier... geht ja hier hoch, aber man kommt halt nicht wirklich ran. Also das heißt, es gibt nicht irgendwo mal eine Gelegenheit, quasi mit dem Tiger auf Augenhöhe zu kommen und halt nur durch eine Glasscheibe getrennt an das Tier ranzukommen. Das geht leider hier nicht. Dennoch eine schöne, großzügige Anlage, die mir sehr gefällt. Etwas, das ich ja hier bei meiner Arbeit rund um Zoo-Erlebnis ganz besonders mag oder beim Filmen hier in Zoos, ist, dass man einfach nicht genau sagen kann, was einen erwartet. Man weiß nicht genau, welche Tiere man sieht und wie gut man sie filmen kann. Ich habe gerade zum Beispiel eine wunderschöne Aufnahme von einem Serval machen können. Hier hinter mir ist er noch zu sehen. Und für solche Momente lohnt es sich einfach, quasi mit der Kamera im Zoo zu sein, weil ja, man fühlt sich einfach toll, wenn man sowas filmen konnte und man denkt sich so, yes! Schöne Aufnahme im Kasten. Daraus kann ich was machen. Dass die Leute hier beim Zoo von Eberswalde den Mund ganz schön voll nehmen, das haben wir ja jetzt mit dem schönsten kleinen Zoo der Welt schon etabliert. Aber darüber hinaus hat der Zoo angeblich auch das aufregendste Löwengehege der Welt. Tatsächlich muss man sagen, dass die Gestaltung des Geheges wirklich sehr clever ist, weil man durch einen Tunnel tatsächlich hier mitten ins Gehege kann und theoretisch die Löwen aus ganz ungewöhnlichen und schönen Perspektiven beobachten kann, eben im Gegensatz zum Tigergehege auch wirklich ganz nah ran kann. Man sieht das hier, überall Glasscheiben und ich bin quasi mitten im Gehege. Das ist echt schon ziemlich cool. Die Anlage selber für die Löwen ist allerdings nicht besonders aufregend, auch nicht besonders groß. Dennoch... sehr nettes Gehege. Ob das jetzt wirklich die aufregendste Löwenanlage der Welt ist, weiß ich nicht. Aber eine coole Idee, auf jeden Fall. Hier im ehemaligen Bärenzwinger ist ein kleines Museum entstanden, in dem man sich über die Geschichte des Parks informieren kann, was ich immer sehr schön finde. Ich finde eigentlich, dass mehr zoologische Gärten solche Museen haben sollte, in dem man sich ein bisschen über den Park selbst und auch über Zootierhaltung informieren kann, was da so in all den Jahrzehnten passiert ist. Denn solche Zwingerhaltung, wie jetzt hier früher mal drin war, die ist ja heute gar nicht mehr aktuell und wird auch zum Glück
kaum noch betrieben. Und mal in diese Vergangenheit der Zootierhaltung zurückgeführt zu werden, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich finde, sowas, das sollten mehr Zoos machen. Eberswalde liegt relativ nah an der deutsch-polnischen Grenze und entsprechend kommen auch viele Gäste aus Polen hierher. Und daher sind viele der Schilder hier tatsächlich nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Polnisch. Das ist doch auf jeden Fall ein guter Besucherservice. Es regnet, aber ich bin ein Badass. Mir macht das nichts aus. Okay, lass es mir jetzt doch ein bisschen zu viel Regen. Kann es bitte aufhören? Der Nasenbär hinter mir macht es auf jeden Fall richtig. Erstmal einen Unterstand suchen. Tja, zum Glück kommen wir jetzt sowieso zum Regenwaldhaus. Ich bin ja allgemein ein Freund von Tropenhäusern und auch das Urwaldhaus, so heißt es richtig, hier in Eberswalde, gefällt mir eigentlich sehr, weil es eine Menge zu entdecken gibt. Unter anderem Schildkröten, es gibt Fische, es gibt eine ganze Menge Vögel, die hier frei rumfliegen, aber auch Flughunde, von denen mir auch einige sehr schöne Aufnahmen gelungen sind. Es gibt Schlangen, es gibt Krokodile, es gibt Leguane, also eine ganze Menge, was man hier entdecken kann. Allerdings, ihr seht es vielleicht schon, man merkt doch relativ deutlich, dass man sich hier in einem Gebäude befindet, wo nur einige tropische Pflanzen wachsen. So diese wirkliche Immersion, also so diese Illusion, dass man wirklich in einem Tropenhaus oder in einem Tropenwald wäre, die gelingt hier leider nicht. Jetzt sind die Vögel wieder sehr laut, aber egal, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Also alles in allem ist das Regenwaldhaus hier jetzt nicht so schön wie das in Krefeld zum Beispiel, aber ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall dennoch, denn wie gesagt, es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Schade nur, dass die Immersion durch so Dinge wie diese wunderschönen Heizungskörper doch etwas zerstört wird. Wisst ihr, was ich liebe? Die frische Luft nach dem reinigenden Regen. Es gibt nichts Besseres. Schön. Der Eberswalder Zoo hat scheinbar sogar ein Standesamt. Also, wenn ihr davon träumt, in einem Zoo zu heiraten, kommt vorbei. Das ist hier scheinbar genauso möglich wie das Feiern von Kindergeburtstagen. Es fängt leider schon wieder an zu regnen, aber unser Rundgang durch den Zoo von Eberswalde ist jetzt sowieso leider zu Ende. Als kleines Fazit kann ich sagen, dass der Zoo auf jeden Fall sehr nett ist. Es ist ein netter kleiner Zoo. Ob es jetzt wirklich der schönste kleine Zoo der Welt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall will das Wetter mir sagen, dass es wohl so ist, denn es beschwert sich ganz stark mit richtig starkem Regen. So, hier stehe ich und vor allen Dingen meine Kamera jetzt einigermaßen trocken, also auf ein neues, das Fazit für Eberswalde. Zunächst einmal, die Tierauswahl ist eigentlich durchaus ganz nett. Vor allem im Bereich Raubkatzen gibt es einiges zu sehen, eben Tiger, Löwen, aber auch Leoparden, Geparden und Servale. Darüber hinaus gibt es einiges an Huftieren zu sehen, vor allen Dingen gängige Arten wie Kamele, Zebras, Watussi-Rinder, Wisente und so weiter. Es gibt einiges an Vögeln zu sehen und auch eine recht nette Anzahl an Affen, vor allen Dingen kleinere Affen und Lemuren, also es gibt jetzt keine Menschenaffen. Es gibt auch keine Dickhäuter oder sonstige große Tiere wie Giraffen, aber nichtsdestotrotz gibt es hier einiges zu sehen. Und viele der Anlagen sind auch sehr schön gestaltet. Für den Besucher weniger schön ist der hohe Grad der Käfighaltung. Dafür ist die Lage hier im Wald aber wirklich sehr schön. Und zum Abschied mache ich jetzt noch was Dummes. Ich glaube, ich bleibe stecken. Oh, hallo? Ah, jetzt geht's, glaube ich. Ach du Scheiße, das ist nass, ich Idiot. Ich bin